Hi, ich bin Stefan und ich habe mich in 20 Jahren darauf spezialisiert, diese Tiefpunkte von Aktien fundamental und technisch zu bestimmen. Und heute schauen wir uns einmal die SAP-Aktie an. Und bei SAP haben wir momentan ein recht interessantes Bild. Du siehst, zum Einsteigen sind wir gerade nicht geeignet, aber wir müssen uns natürlich überlegen, was ist SAP momentan wert? Lohnt es sich eventuell weiter dabei zu bleiben oder macht vielleicht es auch Sinn, dass wir mal einen kleinen Verkauf oder Teilverkauf machen? Genau die Frage möchte ich jetzt einmal mit dir klären. Du kannst hier unten einmal unsere Tagesschart-Signale für Berufstätige sehen, die ich an meinen Investmentclub immer schicke. Du siehst, diese Tiefpunkte hätten wir ziemlich gut abgepasst. Hier da unten drunter siehst du unsere Verkaufsmomente, wo man mal überlegen könnte, dass man verkauft. Je nachdem, wie die Strategie dann ist, ob man dann halt den Stop nachzieht oder ob man zum Teil sich dann auch entscheidet, direkten Verkauf zu machen. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, hier oben hatten wir jetzt auch wieder einen Vorschlag, hier, dass man eventuell mal den Stop nachziehen könnte. Und ja, da muss man mal schauen, aber charttechnisch sieht es gerade eigentlich ganz gut aus. Wir haben hier diese Abwärtsbewegung hier unten, hier runter, was eine ganz typische Bewegung in einer Aufwärtsbewegung ist. Und jetzt gerade sind wir eher tendenziell wieder auf dem Weg nach oben. Das heißt, wenn du jetzt gerade investiert bist, Stop nachziehen ist, denke ich, prinzipiell erstmal eine gute Idee. Aber so von der charttechnischen Sicht gibt es eigentlich noch keinen Grund jetzt zu sagen, okay, ich sollte jetzt ganz schnell da raus, sondern wenn so eine Aktie läuft, dann kann die auch irgendwo in die Ewigkeit laufen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns mal darüber unterhalten, was heißt denn Ewigkeit? Ja? Was heißt es denn? Wie kann diese Aktie laufen? Genau das schauen wir uns jetzt als nächstes einmal an. Und dazu habe ich dir jetzt mal wieder die fairen Werte berechnet. Und zwar wieder im Vergleich der letzten 7 Jahre. Heißt, ich habe geschaut, wie haben sich die Fundamentalzahlen entwickelt in den letzten 7 Jahren? Wie haben sich die Kurse in den letzten 7 Jahren entwickelt? Und habe daraus berechnet, hey, was war denn so der Durchschnittspreis, den man normalerweise für SAP im Vergleich zur Größe des Unternehmens bezahlt hat? Und wenn wir das einfach machen, sehen wir, dass wir so, naja, ich sag mal, so beim Plus, Minus, Null sind, was unseren fairen Wert angeht. Ja, je nachdem, welche Kennzahl wir zugrunde legen, haben wir entweder ein positives Potenzial, das heißt, der durchschnittliche Wert ist ein bisschen weiter oberhalb, oder halt ein bisschen weiter unterhalb, wenn wir zum Beispiel hier auf Umsatz- und Bilanzsumme gucken. Dementsprechend muss man sagen, ist die aktuelle Bewertung durchaus fair und wir haben noch einiges an Potenzial nach oben. So, aber wie viel Potenzial ist denn das? Und das wollen wir uns jetzt einmal hier kurz anschauen. Hier haben wir wieder die Entwicklung des Unternehmens, wie du es aus meinen Videos kennst. Also wir haben hier an sich ein sehr schönes Wachstum, wie du hier sehen kannst. Ja, also sowohl der Umsatz als auch die Größe des Gesamtunternehmens, als auch das Eigenkapital wächst an sich ganz schön. Du siehst hier unten, dass der Gewinn jetzt in 2022 so ein bisschen gestruggelt hat. Und hier die Prognose sind auch 5 Milliarden. Das heißt, für 2023 wird erwartet, dass der Gewinn ungefähr auf Höhe von 2022 liegt. Ja? Und das erste Mal gestruggelt haben wir hier so in 2019. Dann kam aber eine recht schöne Erholung hier so auf 7, 8 Milliarden rauf, was den Gewinn angeht. Und dann ging es wieder runter. So. Das heißt, wir haben an sich noch ein Wachstum, hier so in diesen Kenngrößen, ja. Aber hier im EBIT ist es so ein bisschen problematisch und da müssen wir gleich auch nochmal ein bisschen genauer reinschauen. Hier in Rot siehst du den Preis, also die Marktkapitalisierung. Wir sind gerade bei 166 Milliarden. Das hier oben ist 147, hier ist 160, das heißt, wir sind gerade irgendwo hier ganz oben, ja, also hier so irgendwo. Und das ist natürlich schon, du siehst es, relativ teuer im Vergleich zur Historie, die wir einfach haben. So, jetzt kann man aber mal schauen, hey, was waren denn so Maximalpreise, die irgendwie erreicht wurden? Und ich glaube, das Maximale hatten wir hier. Hier hatten wir nämlich einen Rücksetzer, zum Beispiel im Gesamtvermögen. Und dann hier die Marktkapitalisierung von 112 Milliarden. Das Gesamtvermögen lag hier bei 42 Milliarden. Das heißt, wir hatten den 2,66-fachen Wert ungefähr, ja, von unserem Gesamtvermögen in 2017. Das würde, wenn wir den gleichen Faktor hier bekommen, einer Marktkapitalisierung von 192 Milliarden entsprechen. 192 Milliarden, wir sind gerade bei 168, das wäre jetzt noch eine Steigerung von 14% vom aktuellen Level. Gut, also das ist auf jeden Fall schon mal ein Wert, mit dem können wir doch arbeiten. Das heißt, wenn jetzt dieser extreme Faktor, wie wir ihn hier hatten, wieder eintreten sollte, nee, hier hatten, in 2017, ja, dann hätten wir jetzt noch 14% Potenzial nach oben. Wenn wir uns einmal anschauen, was die Analysten momentan sagen, dann sehen wir, dass das EBIT, also was wir uns ja vorhin angeschaut haben, was so bei 5 Milliarden lag, jetzt ungefähr wieder auf 8 Milliarden hochgehen soll, also auf den Höchststand, den wir momentan hatten. Und danach
noch weitergehen soll. Also die gehen quasi davon aus, dass jetzt das vierte Quartal im letzten Jahr sehr, sehr gut war und dann halt im nächsten Jahr sogar gesteigert werden kann. Also die Analysten gehen von einer sehr positiven Entwicklung aus. Wenn wir jetzt nochmal diese sehr positiven Werte jetzt als Grundlage nehmen für unsere Berechnung, die wir gerade auch schon gemacht haben, also zum Beispiel jetzt hier diese 75,7 Milliarden, dann ist es so, dass wir vom aktuellen Level bei SAP noch 18% Potenzial hätten, um diese Maximalbewertung einmal zu erreichen. Also diese 18% sind im Endeffekt das, was jetzt so, ich sag mal, meiner Meinung nach realistisch ist, dass wir maximal bis dorthin kommen. Also fundamental gesehen sehen wir, es gibt auch noch Potenzial nach oben. Aber ehrlich gesagt, das Potenzial ist relativ begrenzt. Als nächstes möchte ich mir jetzt aber noch einmal anschauen, hey, wie sieht das denn bei SAP aus? Gibt es dort gerade irgendwelche Sondereffekte, irgendwelche Dinge, von denen ich sagen würde, okay, das sorgt jetzt dafür, dass das Ganze komplett verändert wird? Und wenn ich ehrlich bin, nicht so richtig viel. Ich habe drei Informationen gefunden, die ich ganz interessant fand. Also, einmal wurde SAP in den USA von der SEC verklagt, dass sie Bestechungen gemacht hätten. Nicht jetzt in den USA, sondern in Südafrika, Malawi, Kenia, Tansania, Ghana, Indonesien und Aserbaidschan. Da scheinen sie, weiß ich nicht, vielleicht irgendwelche Funktionäre bestochen haben oder so, die dann dafür gesorgt haben, dass das in ihren Unternehmen, das Programm von SAP, ja, eingeführt wurde, vermute ich mal. Und da sind sie jetzt bereit, 100 Millionen, ja, Entschädigungen zu zahlen, natürlich an die SEC, ja, also die US-Aufsichtsbehörde kriegt jetzt 100 Millionen dafür, dass sie in Afrika bestochen haben. Ja, kann man von halten, was man will. Fakt ist auf jeden Fall, die 100 Millionen machen natürlich keinerlei Effekt, was den Gewinn angeht. Also, das ist also nicht keinerlei, aber es ist an sich für SAP easy zu verschmerzen. Dann eine durchaus wichtige Sache ist, SAP wird seine Quartalszahlen fürs vierte Quartal 2023 bekannt geben, und zwar am 24. Januar. Das ist also jetzt direkt vor der Nase. Das ist durchaus wichtig und das wird gleich bei unserem Fazit nochmal interessant. Dann ist es jetzt so, dass SAP-CEO hier, Mohamed Alam, der hat jetzt entschieden, dass der Kundenservice neu strukturiert wird, und zwar damit der Bereich Cloud Computing, damit der noch weiter ausgebaut werden kann bei SAP. Wenn ich ehrlich bin, finde ich das so ein bisschen problematisch, weil ich meine, Cloud ist natürlich durchaus ein Trend, der nach wie vor anhält, aber wir sind ja eigentlich inzwischen bei künstlicher Intelligenz, und wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt Cloud Computing nach vorne treiben, ist das, finde ich, jetzt nicht gerade sonderlich innovativ, sondern das müsste ja eigentlich darum gehen, wie kann man in die bestehenden Strukturen von SAP KI einbauen, und das, wer sich so ein bisschen mit der SAP-Unternehmensstruktur oder der Unternehmenssoftware beschäftigt hat, weiß, dass das gar nicht so leicht wird, weil SAP lauter maßgeschneiderte Programme für einzelne Unternehmen ja quasi produziert hat. Also, was könntest du jetzt mit deiner SAP-Aktie machen zum aktuellen Zeitpunkt? Schauen wir doch uns doch einfach mal die beiden Szenarien an, über die wir gerade gesprochen haben. Also, wenn wir die aktuellen Kennzahlen zugrunde legen, dann wäre maximal 14%, oder wenn wir die neuen Schätzungen zugrunde legen, maximal 18% drin. Das heißt, das ist die Bewegung, von der wir sprechen, die jetzt maximal noch möglich ist. Ja? Wenn du jetzt unser Einstiegssignal genutzt hast, hier unten, ja, also hier werden, also bei dem hier und bei dem wären wir wahrscheinlich ausgestoppt worden, die haben leider nicht so gut funktioniert. Du siehst es hier, es war so ein Hickhack und hat mein Programm öfter mal gedacht, dass der Tiefpunkt ist. Aber wir hätten ja den hier unten sehr gut getroffen. Wenn du jetzt, seitdem du hier unten reingegangen bist, dabei bist, ja, dann hast du ja jetzt ja hier diesen sehr schönen Gewinn gemacht. Also hier, wenn du unser Einstiegssignal genutzt hast, hättest du von diesen 82% ungefähr 77% mitgenommen. Und jetzt stellt sich halt die Frage, was machst du weiter? Wenn wir uns die beiden Szenarien mal anschauen, also Szenario 1, 14% nach oben mit den aktuellen Zahlen, dann wären wir hier so bei 162. Wenn wir 18% nach oben gehen, wären wir hier so bei 168. So, das ist also so das Maximum, was man erwarten könnte, ja, was passiert. Wir sehen, technisch sieht es gut aus, fundamental haben wir noch ein bisschen Potenzial. Wenn wir aber mal auf die Nachrichtenlage schauen, die war jetzt nicht so positiv. So, und am 24. Januar kommen jetzt ja die Quartalszahlen, das heißt, wenn man das hier im Chart einzeichnet, ist das hier, ja, also das steht uns direkt vor der Nase, wenn man so will. Die Erwartungen der Analysten sind sehr, sehr gut, und die letzten 12 Monate, wenn wir die aufaddieren, da kommen wir halt auf 5 Milliarden Gewinn. Die Analysten gehen von 8 Milliarden aus, ja,
für das Gesamtjahr. Das heißt, im Endeffekt müsste es jetzt so sein, dass im vierten Quartal 3 Milliarden mehr Gewinn dazukommen, als es im vierten Quartal von 2022 der Fall war. Und das ist durchaus eine sehr gewagte These, meiner Meinung nach. Das heißt, das Risiko, dass am 24.01. Zahlen veröffentlicht werden, die schlechter sind als die Schätzungen der Analysten, ist nicht null, sondern ist sogar relativ hoch. Ja? Und das ist das, was jetzt gefährlich ist. Ja? Also wir haben nur noch ein relativ geringes Potenzial vom aktuellen Kurslevel. Wir haben Quartalszahlen bevorstehend und ja, das ist die Situation, die wir haben. Also überleg dir selber, was du tust. Ich persönlich würde noch vor den Quartalszahlen aussteigen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort positive Meldungen kriegen, bei dieser extremen Erwartung, die gerade an SAP gestellt werden, ist, glaube ich, relativ gering. Und dann könnte es natürlich gut sein, dass der Aktienkurs einfach wieder nachgibt und hier wieder runterrutscht. Und wir sehen es ja hier, wir haben jetzt öfter mal hier so einen Rücksetzer um 30% gehabt und dann der Aktienkurs hier sowas macht wie auf 100 runtergehen. Ja? Also das wäre, denke ich, durchaus keine unrealistische Überlegung. Und ja, also deswegen, wenn du jetzt die schönen Gewinne hier mitgenommen hast, meiner Meinung nach Risiko gerade sehr, sehr hoch, potenziell eher die Zeit zu verkaufen. Du kannst dich einfach mit einem Stop absichern oder so. Mach das, wie du magst, alles gut. Ich habe jetzt meine Meinung dazu gesagt. Schreib mir gerne nochmal deine Meinung unten in die Kommentare. Vielleicht bist du ja der Meinung, dass ich komplett falsch liege, ja? Dass du sagst, hey, nee, also diese Pendelbewegung hier, die muss jetzt mal endlich aufhören. Wir müssen jetzt mal wieder in einen stabilen Aufwärtstrend kommen. Das Unternehmen ist doch weiter gewachsen oder so. Kann man ja durchaus diese Meinung vertreten. Ich persönlich habe sie natürlich nicht, aber schreib sie gerne mal rein, wenn du da eine andere Meinung hast. Bin ich immer sehr interessiert dran. Und ja, von daher wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video oder am Donnerstag im Investment Club. Mach's gut. Ciao.